Es gibt Neuigkeiten zur Stecklingsthematik. Die Staatsanwaltschaft Landshut hat sich dazu geäußert. Der bekannte Cannabis-Unternehmer Wenzel Cervini hat neben dem Verkauf von Stecklingen in seinem Ladengeschäft in Aschheim auch auf dem Sintflut-Festival in Erding seine Stecklinge und Jungpflanzen angeboten. Doch dabei schritten anders als im Ladenlokal unter Zuständigkeit der Staatsanwaltschaft München, in diesem Fall Polizeibeamte im Auftrag der Staatsanwaltschaft Landshut ein und beschlagnahmten 56 Stecklinge am Montag, dem 29. Juli. Der regionale Fickenteppich in der Detailauslegung um Steckling und die Vermehrungsmaterialdefinition nach Cannabisgesetz, wie auf der Karte ersichtlich eben, ist schon da. Rechtssicherheit sieht anders aus. In München konnte durch eine Verständigung zwischen Cervenis Anwalt und der Staatsanwaltschaft bisher eine Beschlagnahmung umgangen werden. Dazu im Vergleich die Begriffsdefinition nach § 1 Konsumcannabisgesetz zur Unterscheidung von Cannabis und Steckling. Im linken Bildteil, wie eingeblendet zu sehen, ein Bild von Wenzel Cervenis Verkaufsstand, zumindest der Teil mit den Pflanzen davon, auf dem Sintflut-Festival, von ihm persönlich auf Twitter veröffentlicht. Und mit Blick auf die Pflanzen sehen wir hier ganz klar, es handelt sich eben nicht nur um zum Beispiel ganz frisch gewurzelte Stecklinge noch im Anzuchtmedium, sondern schon eingepflanzte Cannabis-Stecklinge, davon sogar bereits die Jungpflanzen herausgewachsen. Wenn man jetzt sagt, die Unterscheidung zieht man eben im Anfangsstadium, dass man direkt nach der Wurzelung erstmal Steckling sagt und man dann nach dem Eintopf noch anwachsen, wie man hier sieht, bei einem schon ausgeprägterem Anwachsen, man dann zur Jungpflanze übergeht, das wäre so mein Definitionsstand. Beides ist durch die Begriffsdefinition eben nicht unter den Beschränkungen als Cannabis zählend reguliert und damit im Umgang auch im Verkauf ohne Strafe, ohne Regularien und damit eben frei im Umgang. Das aber hat sich noch nicht überall etabliert und genau die Anerkennung von diesem Status wird derzeit die Gerichte beschäftigen und wie wir eben hier sehen mit einem weiteren Fall aus Erding. Denn in den Begriffsdefinitionen, wenn wir hier auf die Originaltexte gehen, sind Stecklinge eben wie folgt definiert. Jungpflanzen oder Sprossteile von Cannabispflanzen, die zur Anzucht von Cannabispflanzen verwendet werden sollen und über keine Blütenstände oder Fruchtstände verfügen. Vermehrungsmaterial entsprechen Samen und Stecklinge von Cannabispflanzen. Und dann unter Cannabis zählend Pflanzen, zwar allgemein gehalten, aber eben mit den Verweisungen, die gleich noch kommen, Blüten und sonstige Pflanzenteile sowie Harz, Zuckert und Cannabis gehörenden Pflanzen, einschließlich den pflanzlichen Inhaltsstoffen, mit Ausnahme von. Und da sind wir bei C, Vermehrungsmaterial. Vermehrungsmaterial wie oben eben gefasst sind Samen und Stecklinge. Samen im Umgang sind sowieso mittlerweile sogar schon an den Tankstellen und ich meine sogar auch Edeka und Co. teilweise schon vorhanden. Eben Samen sind frei verkäuflich, das war schon klar. Und bei den Stecklingen per Definition nach eigentlich genauso. Wo jedoch die Unterscheidung zwischen einer Jungpflanze, wie wir hier im Bild eben auch sehen, den größeren, bereits angewachsenen Pflanzen im in einem durchaus ja, größeren Topf, das sieht mir nach fast 20, 30 Litern aus. Jedenfalls, wo man da die Unterscheidung zieht, dann eben zu Cannabispflanze, die als ja, voll regulierte Cannabispflanze dann auch unter die Strafvorschriften Ordnungswidrigkeit und Co. fällt oder ob man eben noch im Bereich der Jungpflanzen unter Stecklinge zählend ist, das ist dann eben ja, die Sache, die sich jetzt wohl die Gerichte bis hin hoch zum BGH annehmen müssen. Die Staatsanwaltschaft Landshut bestätigt auf Anfrage, wie in der SZ veröffentlicht, den unklaren Rechtsstatus wie folgt. Es sei auch Aufgabe der Staatsanwaltschaft, unklare Rechtsfragen zu einer Klärung zu führen. Sowie, wir sind in einem offenen Prüfvorgang, der Ausgang ist offen. So, ja, das ist entsprechend klar. Wir haben also hier ein weiteres Verfahren. Die DAV-Ortsgruppe Halle-Saale-Kreis hat ebenfalls ein Verfahren wegen Stecklingsabgabe, also als Cannabisabgabe geführt, so habe ich es vernommen, am Laufen. Da ist der DAV dahinter und ich denke, wir werden sehr bald zu einer rechtlichen ersten Klärung kommen. Ob das schon eine finale Interpretation sein wird, bleibt offen. Ich bin auf jeden Fall zuversichtlich, dass wir hier diese Art von Rechtsunsicherheit möglichst bald auf dem gerichtlichen Wege spätestens aus dem Weg schaffen können und wir dann hier auch darüber nochmal eine Möglichkeit finden, abseits der sonst streng regulierten Handelswege, Abgabewege, Anbauregelungen und so weiter und so fort, trotzdem im Rahmen des Cannabisgesetzes hier noch Arbeitsplätze zu schaffen, einen neuen Wirtschaftszweig zu etablieren, ähnlich wie in Österreich mit der Zierpflanzenthematik und eben der Stecklings- und Jungpflanzenabgabe und dass wir hierüber vielleicht doch nochmal einen weiteren Fortschritt gewinnen können mit eben voller Rechtssicherheit für eine neue Branche. Wie es weitergeht mit der Stecklingsthematik erfährst du hier auf dem Kanal sowie auch Updates zu vielen weiteren Themen rund um Cannabis. Über ein Like auf diesem Video sowie ein Abo auf dem Kanal würde ich mich sehr freuen. Aktiviert auch die Glocke, um nichts weiter zu verpassen. Vergesst nicht die Aktion bis zum 15.08. im Onlineshop auf bio-gardmit.de. Ihr erhaltet dort mit dem Rabattcode summer-seed-sale-yt 15% Rabatt auf alle Samen. Bis zum nächsten Video. Ciao.